Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Der freie Hund von Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo. Das Ganze ist ein Krimi, der in Venedig spielt. Und ich habe den schon letztes Jahr gesehen bzw. empfohlen bekommen via Podcast von Hugendubel. Ich glaube, Seite um Seite heißt er. Und bin dieses Jahr erst dazu gekommen, den zu lesen. Ihr habt ja sicherlich mein Video gesehen zum Thema Urlaubsbücher, also solche, die ich mit in den Urlaub genommen habe. Da war das nicht drin, denn ich bin sozusagen nachgereist und musste die Zeit von meinem letzten Buch bis zu meinem ersten Buch, was im Urlaub war, überbrücken. Mit diesem Buch. Und das war eine gute Entscheidung. Es geht hier um Kommissar Morello. Und der kommt eigentlich aus Sizilien, muss aber in Venedig ermitteln. Denn in Sizilien wird er von der Mafia sozusagen gejagt, weil er da ermittelt hat. Und jetzt wird er quasi, ja, wie sagt man, zu seinem eigenen Schutze versetzt nach Venedig. Denn die Mafia tötet nur Ziele in bzw. auf Sizilien. Wusste ich vorher auch noch nicht. In Venedig ist natürlich dann auch der erste Tote relativ schnell gefunden, sonst wäre es ja auch kein Krimi. Ein Kreuzfahrtaktivist stirbt. Oder wird ermordet, besser gesagt. Und seine Kollegen wollen das relativ schnell irgendwie als Beziehungs- und Leittat ad acta legen. Er aber nicht. Er ermittelt weiter. Und das Ganze mit einem sehr ungewöhnlichen Ermittlungsansatz, denn viele Befragungen lässt er von seinen Kollegen durchführen und schließt dabei komplett die Augen und hört nur hin, weil er sagt, Mimik, Gestik kann man quasi verstellen, aber seine Stimme nicht. Und daran erkennt eben Morello, meint er, ob jemand lügt oder nicht. Das Ganze hat auch einen Hintergrund, er hatte wegen einem Unfall in seiner Kindheit mal ein paar Monate das Augenlicht verloren, hat sich dann quasi das Gehör so, hat er so herausgebildet, dass er halt wirklich richtig gut hört. Und das ist so sein Ermittlungsansatz, den natürlich die Befragten erstmal nicht verstehen, weil die sagen, hä, schläft der da? Nee, tut er nicht. Zudem kann Morello sehr gut kochen und es findet sich quasi eins zu eins ein Rezept hier drin von einer sizilianischen Spezialität, die er dann seinen neuen Bekannten in Venedig macht. Auf jeden Fall sehr sehr schön, finde ich. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, Morello liebt Sizilien. Er hasst aber Venedig, vor allem am Anfang des Buches. Zu viele Touristen, zu viele Menschenmassen, verdreckte Kanäle, Kreuzfahrtschiffe, Abgase, sowas alles. Und mit der Zeit kommt er immer besser rein und lernt Venedig immer mehr zu lieben. Ich will nicht sagen lieben, aber weniger zu hassen, vielleicht ist es so gut ausgedrückt. Das Kochthema übrigens, wo wir gerade bei Venedig und Sizilien sind, kommt auch noch anders zum Tragen, denn man erfährt sehr viel über die Kulinarik. Natürlich auch sehr viel Touristisches, aber zum Beispiel über die Kulinarik von Sizilien, die sehr viele Einflüsse hat aus dem Mittelmeerraum. Im Buch heißt es, dass die Römer, die Araber, die Normannen und die Franzosen eben über Sizilien mal irgendwann geherrscht haben. Und entsprechend nicht nur kulturelle und gebäudetechnische, sondern auch kulinarische Sachen eingebracht haben. Auch der Kontrast vom reichen Norden und dem armen Süden, beziehungsweise Sizilien, der wird sehr, sehr deutlich. Und am Ende gibt es ja ein sehr packendes und spannendes Finale, quasi ein Finale Furioso. Ja, ein Krimi, der sehr gut einführt in Italien, in Venedig, in Sizilien, in die Lebensweise, in die kulturellen Sachen, in die Essensweise und der mit sehr viel, ja, auch eine Prise Humor geschrieben ist, der sehr viel transportiert, was fernab des eigentlichen Falls sogar ist und wo man auch noch dazu lernen kann. Und nicht nur, aber vor allem auch einen sehr schönen Krimi hat. Deswegen habe ich dem Buch am Ende des Tages auch 5 von 5 Sternen gegeben. Und ich habe damals auch Band 2 gekauft. Mittlerweile ist, glaube ich, Band 3 kurz vor der Erscheinung oder sogar schon erschienen. Band 2 habe ich schon hier. Da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, falls ihr noch ein Buch für den Sommer oder Herbst braucht, meine Empfehlung ist Kommissar Morello in Venedig.